Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union. Mit dem Blaurücken. Schlacht am Bull Run. 21. Juli 1861. Einige Meilen im Osten wurde die konföderierte Armee von PGT, kann ich nicht aussprechen, südlich des Bull Run aufgestellt, um Manassas Railroad Junction zu schützen. Brigade General Irvin McDowell führte die Unionsarmee von der anderen Seite und sucht nach einer Schwachstelle für unseren Angriff. Die konföderierte Armee wurde verteilt, um alle möglichen Flussübergänge zu verteidigen. Ihre linke Flanke ist verwundbar und genau dort wird das Cross der Unionsarmee angreifen. Zuerst werden sie einige von McDowells Truppen in ein Ablenkungsmanöver an der Steinbrücke führen. Ihre Mission wird es sein, von unserem primären Flankenmanöver durch Sudley Ford abzulenken. Als nächstes wird ihre Armee mit der Unterstützung von McDowells Hauptstreitkräften einen Großangriff von Westen her starten. Das Hauptziel wird sein, die feindliche linke Flanke zu überraschen und sie schnell zu überwältigen, bevor durch, oh Gott, Joseph E. Johnston Verstärkung enthält. Okay. Gut, wir haben keine große Armee, wie ihr schon seht. Ich habe Einheit mit 200 Mann, neue Einheit habe ich gleich mit 1000 Mann gekauft und wir haben eindeutig eine Brigade zu viel. Ja, wir sind echt noch klein. Das ist ungewohnt, sage ich mal. Wir starten mal. Die Rebellen bewachen die Manassas Railroad Junction mit starken Kräften. Ein paar Meilen östlich von hier. Das ist hier. Der Bull Run wird von mehreren konföderierten Brigaden verteidigt und es könnte riskant sein, sich gewaltsam einen Weg hindurch zu bahnen. Ach, gewaltsam mag ich eigentlich. Es wäre ratsam, mit einem kleinen Teil der Regimenter einen Täuschungsangriff an der Brücke zu starten. Das heißt, dass wir so quasi lebendigen Köder spielen und sie dann halt versuchen wegzulocken. Unsere Hauptstreitkräfte können den Fluss hier überqueren und die linke Flanke der konföderierten Armee angreifen. Wenn wir schnell handeln, das schaffe ich nie, weil die Kanonen zu langsam sind, wird den Rebellen keine Zeit bleiben, um das Gebiet zu verstärken und sie werden gezwungen sein, das Feld zu verlassen. Tja, schönes offenes Feld. Hier, da interessante Punkte. Vielleicht auch die Farm noch. Überall wo Wald. Wald ist unser Freund. Ich habe einen grünen Daumen. Läuft. Eigentlich nicht, aber egal. Dann werden wir gen Osten marschieren und den Gnadenstoß versetzen. Wir können den Krieg heute beenden. Viel Glück, General. Ja, das wäre zu schön, wenn der Krieg so schnell beendet wäre. Nein, das wird nicht passieren. Das wissen wir ja schon. Ist ja kein Spoiler. So, also wir kommen von der Seite. General, wir sind dazu bereit, unseren Ablenkungsangriff auf diese Steinbrücke zu führen. Gesundheit. Einige Regimente der Rebellen bewachen dieses Gebiet. Rücken Sie vorsichtig vor. In ungefähr einer Stunde werden unsere Division eintreffen und einen Großangriff auf ihre Flanke starten. Das heißt, eine Stunde müssen wir irgendwie überleben. Sorgen Sie dafür, dass die Rebellen bis dahin beschäftigt sind. Viel Glück. Ja, das kriege ich hin. Sind das meine Einheiten? Nö. Wunderbar. Dann brauchen wir da jetzt auch nicht sorglos umgehen. Das heißt, Kanönchen mit Hühnchen hätte ich hier gerne aus dem Wald. Da bist du ein bisschen geschützt. Kanönchen mit Hühnchen 2 aus dem Wald. So, mehr haben wir nicht. Habe ich schon erwähnt, das ist die erste große Schlacht mit der Union? Nee, ne? So. Ihr könnt ja ein bisschen laufen. So, dann habe ich mir meinen Kaffee schon mal bereit gemacht. Obwohl, haben wir eine Stunde Zeit eigentlich, ne?
Ach komm. Nutzen wir die Zeit und spulen mal vor. Also 50 Minuten noch. Obwohl, jetzt läuft mal ein bisschen. Die Kanonen sind ja gleich bereit. Also wie sollen sie beschäftigen, damit sie hier die Truppen halten und wir quasi ein Zwei-Fronten-Krieg führen? Und wir wissen ja aus der Geschichte, Zwei-Fronten-Krieg ist immer scheiße. Immer. Und wir haben auch keinen General hier für diese Blauröcke. Dann, Kanonen sind bereit. Fangen wir mal an. Vielleicht sind sie auch zu weit weg. Nee, dürfte noch passen, aber näher dran wäre vielleicht doch noch ein bisschen geiler. Zieh mal eine weiter. So. Kavallerie haben wir auf die feindlichen Kanonen. Ja, die Kanone trifft da nichts. Und da hinten kommt Verstärkung, das heißt, können wir vielleicht den da abfangen? Drück mal ein bisschen näher. Ich weiß nicht, ob die Kavallerie da hier jetzt sie wahrscheinlich rüberkommen, ne? Los, auf die Kavallerie, die wird gleich schwimmen lernen. Ja, da sind ein paar Pferde hingefallen, das ist ganz gut. So. Stellt die Kanonen auf, verdammte Scheiße, und auf die anderen Kanonen. Da würde ich sagen, gehst du noch ein Stück näher. Wir könnten ja auch versuchen, frech zu sein. Aua, jetzt werden wir hier. Warte, zurück, 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 zurück. Im Wasser ist ganz scheiße. Aber okay, wir laufen weiter. Weg, 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 weg. So, die Aufklärung. Aufklärungskavallerie hat den Fluss unbemerkt überquert. Fantastisch. Da hinten sind sie, Scouts. Komm mit. Ah, da ist freche Verstärkung. Halt. Sollen sie mal kommen. Die muss weg. Die muss weg. Die haben sich da gut verbarrikadiert, ne? So, ihre Soldaten führen den Flankenmanöver an, das heißt, wir müssen pausieren. So, 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 so. Ach, die kommen noch. Da warten wir einen Moment. So, die Kanonen sollten jetzt in optimaler Reichweite sein, finde ich. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die hier gerade stören, sonst hätten wir die hier schon längst vielleicht weg oder noch mehr abgelenkt. Jetzt habt ihr eine Deckung da mit den zwei Bäumen. 24, das ist natürlich doof. Krieg ich die Kavallerie? Noch irgendwo anders rüber? Da hinten. Ich mach das mal. Riesen Umweg, damit wir die vielleicht da ein bisschen wegkriegen. So, jetzt machen wir nochmal Pause und jetzt gucken wir da. Das dürfte noch die Kavallerie sein, die da ein bisschen stört. So, General Heinrich. Wo kommen wir denn? Wie machen wir denn? Was haben wir denn? Hier, das ist alles eine schöne Gegend. Das ist eine wunderbare Gegend, die will ich haben. So, so, so. Laufen, 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 meine Freunde. Haben wir dann noch Kanönchen? Schade, dass wir nicht bestimmen konnten, was wir brauchen, weil ich hätte am liebsten eine andere Einheiten genommen. Munitionswagen haben wir auch nicht. Boah, wird doch überbewertet. Braucht man ja nicht. Du kannst reiten, das weißt du, ne? Gut. Hier bitte auf die Kavallerie. Ach,
Wasser ist auch so schön, Jungs. Ich werde die erstmal hier alle im Wald positionieren und dann werden wir den Punkt da angreifen. Ich greife ungern ohne Unterstützung an. Genau, ihr schießt schon auf die, okay. So, gehen wir rüber. Zweite von New York hier, denke ich mal, wird nicht lange machen. Matthew Hill muss gesichert werden. Ja, denkst du, was ich hier mache? Langeweile habe ich hier nicht. So, da kommt noch mehr. Noch mehr Freiwillige. Fantastisch. Kommt mal hierher. Und wir nehmen nur hier die normalen Truppen. Laufen, 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 laufen. So, dann seid ihr endlich hier mal so weit. Dann können wir vielleicht euch mal hier so in diesen Wald schicken. So, Kanönchen mit Hühnchen. Wäre natürlich super, wenn ihr natürlich hier seid. So, ihr werdet dann von diesem Wald aus angreifen. Ihr habt den längeren Weg. Aber dafür seid ihr auch mehr. So, wir haben endlich mal einen Munitionswagen. Und die Kavallerie. Die würde ich erstmal hier seitlich packen. Gut, haben wir das geklärt. So. Da laufen die ersten. So, Feuer frei. Dich mal zurück, du bist einfach zu wenig. 1000 Mann greifen an. Juhu. Ja, ich habe zwar viele Brigaden, aber irgendwie anscheinend doch zu wenig Leute. Vorgesetzte ist verstorben, das heißt, das kostet ihm wieder sehr viel Geld, um die wieder aufzufüllen. So. Das heißt, ihr seid meine Besten. Die Kavallerie brauche ich hier hinten. Wo ist meine andere Kavallerie? Die ist weg oder was? Heinrich, geh mal ein bisschen weiter weg. So, jetzt greift ihr mal von hinten an hier, aber. Ihr unterstützt die bitte frontal. Ihr müsst nur aushalten. 1,33 haben wir nur. Wir müssen ihn aus dem Wald kriegen. So, Howards Brigade wird den Angriff auch unterstützen. Das ist doch mal schön. Laufen, 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 laufen. Munitionswagen und Kanonen. Und her. So, jetzt aber. Ja. Machen wir sie nieder da. Oh, die Kanonen drängen wir da schon zurück oder was? Das ist ja cool. Oh, die greifen an. Bringt sie zurück. Die müssen sich zurückziehen. Ich brauche unbedingt mehr Männer, ey.
Die müssen noch laufen, auch wenn das so kleine Einheiten sind. Die müssen laufen und die auch da, verdammt. Los, die Kavallerie muss sterben. Die Infanterie kommt hier weiter, bitte. Dann machen wir es doch mit Gewalt. Ihr dürft gerne laufen, General. Scheiße, der koordiniert seinen Angriff irgendwie. Hier zurückziehen. Du bringst mir da nichts. So, wir haben sie aus dem Wald verscheucht. Das ist die erste gute Nachricht. Das heißt, die Kanonen können wir vielleicht noch ein bisschen besser aufstellen. So, bis die kommen, ist Weihnachten. So, und ihr könnt gleich hier hingehen. Dass sie sich gleich informieren. Und ja. Ihr könnt laufen. Kavallerie, da hinterher. Eure Kanonen vielleicht seitlich. Ihr könnt euch schon mal hier positionieren. So, die Kavallerie kann sich diese Plänkler da holen. So. Seid ihr in Formation endlich da? Weiter. So, komm her, weiter. Du musst hier zentral hin. Die anderen sind zu schwach. Die will ich eigentlich nicht näher ranholen. Die sind, ey, die sind kein Popeleinheiten. Das wird nichts. So, da kriegt er echt einen auf die Dröge. Komm mal weiter vor. So, genau. Kavallerie. Hier, hol die Kanonen. Du, charge. So. Charge. Charge. Attacke. Nimmt sie auseinander, die Schweine. Gut, die Kanonen laufen. Die Soldaten laufen, die Kanonen nicht. So. Schlachtet sie ab, diese restlichen da. Diesen General am besten auch. Jetzt haben wir leider hier keine Kavallerie, ne? Na komm, weiter ran, weiter ran. Macht sie nieder. So. Das heißt, wir können den Punkt hier verteidigen. Hierhin. Die Kanonen können hier auch bleiben. Die Soldaten ziehen wir hier noch weiter. Genau. Hol den Supply-Wagen. Ich liebe Supply-Wagen. Hey, 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 hey! Die Rebellen haben sich zum Henry Hill zurückgezogen. Was ist denn an einem Henry Hill? Oh, ich habe Kaffee. Scheiße. Ach du, es geht noch weiter. Ich dachte, das wäre es dann gewesen. Ich muss mal austrinken. General, wir sind auf dem Feind zahlenmäßig überlegen. Nein. Und müssen ohne weiter vorstoßen. Ja, mache ich doch. Ach, den Hill. Ah, cool. Scheiße. Die Konföderierten richten ihre Verteidigung auf diesen Hügel in der Nähe von Henry Farm ein. Ja, und das ist doof. General Jackson wurde gesichtet, wie er mit den frischen Truppen aus dem Süden gekommen ist. Ah, das gefällt mir nicht. Weil hier sind jetzt meine Einheiten so geschwächt, weil ich ein bisschen rabiat war. Wir müssen die Verteidigung auf diesen Hügel durchbrechen, bevor die Verstärkung für die Rebellen eintrifft. Wir erwarten ihren Angriffsbefehl. Ja, Angriff.
So, mal Pause machen. So. Ja, du holst mal da. So, die Kanönchen mit Hönchen, ja, meine Freunde. Ihr geht erstmal auf diesen Hügel. Ja, dann wird diese Einheit hier hingehen. Ja, mal gucken. Oh, da kriegen wir auch Verstärkung da hinten. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Noch mehr Soldaten. Freiwillige, die ich dann hier gerne hätte. Und die Kanonen, die das Schlachtfeld nie sehen werden, weil sie einfach zu langsam sind, kommen hier hin. So, dann haben wir die auch hoffentlich gleich geknackt. Ja, ich wollte erstmal hier so ein bisschen. Wir müssen da laufen. So, damit die nicht hier weiter. Die Kanonen stehen dann hier mir zu weit hinten. Die müssen zentraler stehen. Und warte mal. Hier hin. Hier hin. Jetzt habe ich die Kanonen nicht einmal angefasst. Kanonen einfach nachrücken. Kanone nachrücken. Heinrich, ab ins in die Farm. Dann gucke ich mir gleich mal den Rest an hier. So. Was haben wir da? Oh, da kommt was an. Oh. Zurück. Zurückfallen. Da sind doch schon mehr Einheiten, als ich gedacht habe. Supply. Ah, wir brauchen hier auch welche. Schnell. Ist, dass sie meinen Punkt gleich will. Wir haben sie zu schnell für meinen Geschmack zurückgedrängt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, das heißt, die Kanonen sind noch zu weit entfernt. Die Kanonen müssen wirklich hier hin. Nein, hier hin. So, dann haben wir hier so kleine Kleckereinheiten, die können den Punkt da halten. Ah, jetzt haben sie uns komplett rausgeschickt. Scheiße. Bewegt euren Hintern. So, er kann aber hier schön im Wald bleiben. So, da haben wir gerade einen General getötet, wie es scheint. Das gefällt mir ganz gut. Na, seid nicht so schüchtern, traut euch. Weiter vor, alles töten. Ihr dürft alles töten. Das waren mal Amerikaner. Wir haben uns den Krieg erklärt, glaube ich. Haben die Konföderierten den Krieg erklärt? Weiß das jemand? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nur, dass es Krieg gab, aber wer den erklärt hat. Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, wir ziehen uns hier erstmal zurück. Aus diesem Wasser raus. Es gibt keine Deckung. Aus diesem Wasser raus. So. Ja, komm. Angriffen macht Spaß. So, das heißt, wir können hier den Fluss übergehen. Kanonen, kommt. So, schießen, Junge. Mach was. Du was für dein Geld. So, die sind gerade ungeschützt. Attacke. Hier, Attacke. Komm rüber. Los. Ah, die hängen schon überall. Los aufs Land, ich hasse Wasser. Ich habe die zu spät gesehen, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. So, hier zurück. Und zurück. Oh doch, du kannst hier hinten angreifen, komm. Charge, damit die weg sind. So, hier geht man mit in den Wald rein. So, sag ich mal hier halt. Du musst dran. Aber hier im Westen auch rüber. Rüber.
So, Kanonen, ihr habt da, ihr könnt da echt da mal reinschießen. Also ihr könnt Spaß haben. Traut euch. Schießt, tötet, habt Spaß. So, Jungs, kommt mal aus dem Wasser da raus. Es ist tief und kalt. Ihr kriegt nasse Füße. Ah, hätte ich diese Soldaten eher gesehen. So, komm mal da von hinten. Nein, da an, da. So, du bleibst hier mal als Verteidigung. Nicht, dass sie nochmal einen Gegenangriff machen. Du auch. Sonst wirst du eh gleich zerrieben. Komplett. Ich war eh schon zu viel tot. Ah, da habe ich auch wieder starke Leute verloren. So. Kanonen, ihr habt hier ein schönes Feld, ne? Ich will Blut sehen, ich will Tote sehen, ich will... Ach, macht sie tot. So, hier haben wir noch ein bisschen zu klein, was die Leute hier vorne brauchen. Die 500er Einheit packen wir da nochmal hin. So, der erste läuft. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Dann weiter auf den da. Nee, du nicht, du da und ihr da. Einmal schießen. Ach komm, mach gleich eine Attacke. Da Charge. Wir müssen weg. So, die hat sich gleich komplett aufgelöst. Die haben die richtige Entscheidung gemacht. Und wollen nach Hause. Finde ich gut. So, warum ist hier nichts aus dem Angriff geworden? Macht die da tot? Einheiten im Wald. Ey. Die da einfach mal alle von überall angreifen. Die ist umzingelt. Die müssen laufen, die 33. Genau, jetzt sind sie motiviert zu sterben. Und weiter. Jetzt gibt es hier aber hier mit. Dann kommen wir mal hier aus dem Wald. Haben wir noch was Starkes an Kavallerie? 200. Komm mal mit hier rüber. Da gibt es gerade eine gratis. Die sterben wollen. So, weiter, weiter. Franklin hat sich auch wieder eingekriegt. Hier kommt gleich alle her, hier. Weiter, nee, weiter. So, 056. So, gleich auf die Kanone. Ja, angeblich zahlenmäßig überlegen. Das muss ja jetzt klappen hier. So, gleich von hinten so ein bisschen ran. Auf die Kanonen. Wo kommt man? Kommen wir hier hin. Da flüchtet so einiges. Nahkampf. So, die laufen. Kavallerie schiebe ich mal zurück. Oh, hier unten ist noch jede Menge Schlachtmaterial. So, kommt mal hierher. Kanönchen mit Hörnchen, einmal hier rüber. Und weiter. Sollte dann sich erledigt haben eigentlich. Ja, die Kavallerie lassen wir erstmal in Ruhe. Hier auf diesen Motivierten. Motivierte Einheiten wollen wir gleich töten. Und ich bin immer noch, muss ich ehrlich sagen, ich bin immer noch dran gewöhnt, hier eigentlich die Flagge der Konföderierten zu sehen. Ich habe gerade, innerlich bin ich gerade erschrocken, dass hier die Fahne der Vereinigten Staaten steht. Aber das sind ja wir, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. So, die Kanonen haben sich aufgelöst, die ja zumindest, die noch nicht. Das heißt, komm mal ruhig von der Seite. Komm ein bisschen von der Seite. So, da der rennt, kannst du ein bisschen vor. Du im Wald kannst ein bisschen vor. Du kannst ein bisschen vor. So, ihr könnt auch ein bisschen vor, Sherman.
Ja, die Kanonen kommen heute nicht mehr an, das, die sind weg. So, dann auf den nächsten, auf die 33. wieder, die mir auf den Sack geht. Oh. Sherman, die schicke ich mal hier außen rum. Alle Punkte eingenommen, das heißt, es ist nur noch Bonusschlachten. Ist ja nicht meine Einheit. Oder doch? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Nee, hier auf den da. Ach, das hab ich. Ja, ich kenne die Einheiten und meine Vorgesetzten noch nicht so gut. Ich, da meine. Ja. Offiziere, die kenne ich noch nicht so gut. Oh, kommt da noch mehr? Ich dachte, wir kriegen hier alles tot, aber. Oh, die laufen schon. Haben wir hier einen General? General, 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 General. Da hinten irgendwo. Wie das immer so war. Generäle sind immer ganz weit weg. Na, da will ich mehr. Oh, ich sehe, ich habe ein Ziel für die Kavallerie. Die kommen für die Rücken gegen. Gehen zum Gegenangriff über. Holy shit. Unsere Generäle. General, unsere Männer sind von dem unterbrochenen Kampf erschöpft. Und es kommen noch mehrere Rebellen. Und ich opfer die ja gerade, ey. Scheiße. Wir sollten unseren Vormarsch einstellen und unsere Stellung halten. Jawohl, das ist wirklich ratsam. So, wo gibt's denn Punkte? Wo gibt's Punkte, die wir halten sollen? Ich glaube, es ist nur dieser hier, genau. Das heißt, wir können. Ach, hier, die Kanonen stehen doch eigentlich schon super duper. Das heißt, du gehst mal hier in das Wäldchen. Mit ihmchen als Unterstützung. Ja. Wir können ja hier reingehen. Ihr bleibt mal hier drin. Ach, du kommst da auch mal rein. So. Da hinten ist noch Kavallerie. Oh, dum, 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 dum. Kanönchen mit Hühnchen. Einmal dahin. So. Ihr kommt da in den Wald. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Gegenangriff wird, aber es wird schön. Es wird schön. So. Ja, flankiert. So, halt. Du hast 80 Deckung. Klingt ganz gut. Du hast 84. Klingt ganz gut. Und du kannst zurück. Ihr habt da irgendwie gar keine Deckung. Hm. Ich bin ja noch am Überlegen, ob ich sie noch weiter zurückziehe. Ja, das machen wir auch. Verdammt. Weiter zurück. Hm. Ich hätte ihn doch vielleicht nochmal. Schieß mal mit drauf da. Weg. Den lasse ich da nochmal. Okay, jetzt komm weg hier. Weg, 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 weg. Zurückfallen. Hier, du auch. Zurückfallen. Los, los, los. Wir geben den Punkt da auf. Wenn die weiter mal wegkommen. So.
lustig. Zurückfallen. Und ja, zurückfallen. Wir sind doch ein bisschen zu weit vorgestoßen. Ich habe hier bloß gerade das Problem. Wo stelle ich meine Männer auf? Ja, in diesen Feldern, das ist kaum Deckung. Das ist echt übel. Ah, jetzt haben sie ihn erwischt. Zurückfallen, los! Komm du hierher. Aber hoch dich. Nein, zurückfallen. Lauf, mein Freund, lauf. Ich will, dass sie näher an die Kanonen kommen. Und da noch irgendwie, da komme ich ziemlich ab. Halt den Punkt, euch ziehe ich auch nochmal ab. Genau, jetzt bist du da wunderbar in Deckung. Brauchst nicht mehr laufen, du bleibst da. Bis zur Rente. Der braucht auch nicht mehr laufen. Genau, diese Position wird gehalten. So, ihr dürft aber mal zurücklaufen. Dasselbe mache ich mit euch. Ihr braucht auch nicht mehr. Ihr halt. Haltet. Warum bist du aus diesem Wald rausgegangen? Gut, läuft. Hier fehlt mir einer irgendwie. Der da weiter mit unterstützt. Oh, die nehmen den Punkt wieder ein. Alter. Geht mal echt mal, ne? Wollte schon sagen, naja, egal. Geh mal wieder mehr in den Wald rein, mein Freund. Das heißt, wenn die Mitte so unter Druck steht, dann brauchen wir leider im offenen Feld mehr Leute. Hier, bleib doch mal da stehen. So. Ich überlege, ob ich echt... Nee, es passt ja da gerade. Aber doch hier, Howard, der kommt einfach hier hin. Zur Unterstützung. Ist zwar nicht ganz im Wald, ist mir aber egal. Es müsste doch hier ein Fest für Kanonen sein. Wir haben hier einen Munitionswagen. Ein Munitionswagen muss rüber. Das ist mir zu kleine Einheiten. Den Punkt haben wir auch noch. Ich hoffe, wir kriegen noch genug Soldaten zurück. Weil ich habe einfach gedacht, dass die erste große Schlacht kürzer wird. Aber da habe ich mich ja geschnitten. Sonst hätte ich sie nicht so weit die ganze Zeit bis hier unten verfolgt. Weil es hat uns bestimmt, ja, bestimmt 1000 Mann so gekostet. Bestimmt. Die Aktion. Das unüberlegte Hin- und Hinterherrücken. So, jetzt kommt der Smith und wir werden jetzt hier ein bisschen entgegenkommen. Damit die Mitte im Wald ein bisschen mehr Pause hat. Smith da ein bisschen zusammengeschossen wird und vielleicht idealerweise gleich nach Hause geht. Wie weit reicht dein? Das heißt, er kriegt auch noch was ab. Wunderbar. Wo er hier im Wald ist und geschützt ist. Komm. Mitte muss halten.
Kanonen ein Stückchen weiter nach vorne, damit die einfach mehr Spaß haben. Zurzeit geht's ja. Oh, 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 oh. Da kommt ja einiges an. Muss ich leider ein bisschen drehen, Sherman. Da kommt einiges an. Bitte hier Kanönchen mit Hühnchen einmal voll da dran. Ich hätte hier einfach mehr Wald, ne? Jetzt sind sie mich die beschäftigt und können hier keine Unterstützung mehr geben. Außer ich hole ihnen noch ein bisschen vor, aber hier klappt es ja gerade ganz gut. Die gehen nach Hause, die haben Feierabend, das ist ganz gut. Aber der hier mit seinen 600, wie viel Wald hat der Deckel? Ach, die Frau setzt es auch hin. Schade. Ganz schlecht, mit nur 168, aber selbst 300 Mann verloren. Alter Schwede, ist nicht sehr gut. Aber die Gegner sind noch motiviert. Da hat sich auch gerade eine Gruppe in Luft aufgelöst. Mehr hier von der auf meiner linken Flanke ist es ja. Müssen wir andersrum denken. Wissen Sie, dass hier weniger Einheiten sind, habe ich das Gefühl, und kommen extra davon da. Hol ich den da raus? Penrose. Ja, wenn die zweite von Ohio läuft. Dann hat Sherman langsam ein Problem. Komm, renn schon mal rüber. Genau, du kannst ja dann hier die Lücke nicht machen. Du bist weiter hinten bleiben, falls sie dann heranrücken, dass sie von Howard noch einen auf die Nase kriegen. Die laufen nicht gut. Dem 70% im Wald. Die laufen auch. Ich glaube, da vergeht heute ganz vielen die Lust am Krieg. Ey, 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 hey, Howard, was machst du da? Schön bleiben da, wo du bist. Auch. Und er ist einfach nur die Verstärkung. Ich werde den jetzt nicht, weil ich glaube, dieser Penrose gehört zu mir und das zweite von Ohio nicht. Die kann ruhig sterben. Naja. Joa. Oh, der Acker sieht auf jeden Fall gut aus. Ganz schön durchlöchert. Aber ich glaube, das müsste es jetzt mal gewesen sein, oder? Habt ihr noch mehr? Ich gehe jetzt nicht zum Gegenangriff rüber. Ich lasse einfach, ich warte jetzt, was da kommt. Schon mal ein bisschen vor. Oh, da löst sich ein Wind. Ah. Ich versuche uns echt nochmal von dort. Verlass mal mit Penbow so ein bisschen den Wald. 80 reicht. Alt. So, weil der versucht hier noch weiter rumzukommen. Das machen wir immer echt madig. So, jetzt sind die beiden Generäle. Johnson und Jackson sind beide noch im Wald. Wollen wir uns die holen?
mal übermütig. Ah. Da kommen echt noch 800 Mann. Oh ja, da kommen echt noch ein paar. Die haben noch nicht die Lust verloren. Boah, da sieht man. Das ist so schön aus, wie die Zahlen einfach runtergehen. Gnadenlos die Kanone noch nach. Wir gehen dann nicht mehr auf unsere alte Position zurück. Wir bleiben hier. Der Wald soll unser sein. Wenn wir vielleicht noch einen General mitnehmen würden, das wäre echt cool. EMD. Hier, Munitionswagen, weiter in die Mitte. Jetzt kriege ich gleich mein Wäldchen wieder. So, ab in den Wald. Ab in den Wald. Und du bleibst noch ein bisschen hier so seitlich. Und die Kanonen können schon wieder weiter. Ziehe erstmal nur zwei. Euch ziehe ich nochmal dahin, nicht, dass hier noch irgendeine Kavallerieeinheit auftaucht, mit der ich nicht mehr rechne und dann noch meine Kanonen wegnimmt. Sieht hier aus. 79, 99. Oh. Ah, hier haben wir noch. Schade, ich weiß nicht, ob wir jetzt einen General mitgekriegt haben, aber Johnson existiert noch. Weiß nicht, ob wir Jackson gekriegt haben mit der Aktion. Ich denke, auf jeden Fall sollten wir die jetzt echt hier vergrault haben. Ne? Kanonen weiter hierher. Und bleibt einfach mal da so. So, was haben wir hier echt noch? Na, ich glaube, jetzt flitzen sie nach Hause. Playbutton machen. Wenn ich jetzt nicht noch wüsste, ob da noch mehr kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mehr kommt. Schade, ich hätte echt gerne noch diesen anderen General. So, da hinten ist nämlich noch Kavallerie. Gar nicht so schlecht eigentlich mit 300 Mann. Also wenn ich den gehabt hätte, hätte ich den echt hier ein paar Mal einfach mal einfach nur zum Stören mache ich ziemlich gerne. Einfach mal gegen hier meine Kavallerie, meine Kanonen geschickt oder so. Naja. Das scheint alles zu sein. Aber jetzt wird, glaube ich, auch. Komm, was soll's.
Attacke! Drängen wir sie zurück nach Südamerika oder wohin auch immer. Den General hätte ich gerne noch getötet. Da hat sich der General in Luft aufgelöst. General luftlos. Gehen wir mal nach, vielleicht können wir noch ein paar Gefangene, wenn das cool. Ja, haben wir. Noch näher ran, ich will noch mehr Gefangene. Nein, 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 nicht ganz. Attacke. Jetzt nach vorne, Männer. Attacke. Attacke! Los, Männer! Für Gefangene! Schlachtet sie ab, wenn sie nicht gefangen werden wollen. Ja, Supply haben wir übernommen. So, haben wir übernommen. Weil es einer hat sich, glaube ich, in Luft aufgelöst. Wunderbar. Die Kavallerie von Stuart lassen wir mal im Leben, weil die sollen ja zurückreiten und von diesem Sieg erzählen, ne? So, das war die erste große Schlacht und wir haben... Ich dachte, das waren gerade die Verluste, aber naja. Ach so, wir sind ja blau, nicht mehr grau. Ich habe schon wieder auf die falsche Seite geguckt. 3000 Mann Verluste, ich hätte jetzt mehr gedacht. Na gut, bei meiner kleinen Armee ist das schon richtig viel. Jetzt hätte ich mal aufpassen sollen, mit wie viel Soldaten wir denn kriegen. Weil ich hätte gerne immer... mehr Leute gewonnen als verloren, ist ja klar. Ja, 3000 Mann. Steht das hier irgendwie Ziele? In Besitz gebracht. Ah, Supply. Farmermann. Naja, keine guten Waffen. Ja, eine Errungenschaft. Eine Medaille, jawohl. Was ist das denn? 13.000 Mann haben wir auf jeden Fall gekriegt. Also ziehen wir 13.000 ab. 3.000 ein paar zerquetschte haben wir, also sind wir 10.000 Mann plus. Army Organization. Ein plus Korb mehr. Ah, wir können jetzt einen neuen Korb machen. Und ich finde es immer noch schade. Gesundheit. Wenn man 1.345 Gefangene hat, dass man maximal nur 1.000 Rekruten kriegt. Wahrscheinlich mussten erstmal 345 Mann getötet werden, bis die anderen 1000 Mann sagten, jo, ich bin dabei. Wer weiß. Gut. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo wäre noch schöner. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit dem Blaurücken. Haut rein. Ciao.